Ja, und damit willkommen zurück zu Far Cry Primal. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass die letzte Folge so abrupt beendet ist. Da hat es doch tatsächlich bei mir an der Tür geklingelt und das kann ich ja leider nicht voraussehen. Wenn es bei mir an der Tür klingelt, muss ich schon mal drangehen und mal schauen, wer da ist. Das könnte ja wichtig sein. Aber dafür geht es jetzt weiter. Ich weiß gar nicht, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Ich habe es total vergessen. Warte mal, wir waren... Hier hatten wir aufgeräumt gehabt. Wo wollte ich denn hin? Wir wollten Elche jagen bei Nacht. Wir haben sogar Nacht. Das ist natürlich super. Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn jetzt hier auf der Karte? Ich schau mal eben. Da oben. Und wir müssen... hier ist sogar Elch. Wenn ich mich jetzt nach rechts drehe, also in die Richtung. Ich hoffe natürlich, die Nacht bleibt jetzt noch ein bisschen. Verdammt, ey. Ich bin natürlich gestorben, ist klar. Ein bisschen Alderholz mitnehmen. So. Lass das. Okay, ganz schöne Action hier gerade wieder. Bisschen vorsichtiger vorgehen. Eben schnell schauen. Gucke ich in die richtige Richtung? Ja, hier rechts, da auf der Seite müssen Elche sein. Ich gehe mal hier runter. Warte. So. Bisschen Schilf nehmen wir auch wieder mit, wenn wir schon einmal hier sind. Was leuchtet denn da hinten? Das ist ein Leopard gewesen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier ein paar... Ich höre Elche, aber ich... Aber ich sehe keinen. Und bei Nacht ist es ja noch schwierig. Bei Nacht ist es ja noch schwieriger. Da ist ein Yak oder eine Kuh. Nee, ein Yak ist es, ne? Ich glaube ein Yak. Ich frage mich gerade, wo... Warte mal, ich schau mal eben auf die Karte. Wir laufen vollkommen falsch. Ich muss mich einmal umdrehen. Also in die Richtung. Ich hoffe, wir finden seltene Elchfell und so. Hoffe ich natürlich. Ich wechsle mal auf den Bogen. Mist, es wird Tag. Verdammt. Sand Mist aber auch. Da oben sind Elche. Es kann natürlich sein, dass wir trotzdem noch das Glück haben. Da ist ein Elch. Bleib stehen. Vielleicht hätte ich mir das mit dem Markieren mal machen sollen, als Upgrade, als Fähigkeit. Scheiße, verdammt. Wo ist er denn jetzt? Scheiße, fuck. Einen haben wir erlegt. Das war nur Bambi. Verdammt. Und das ist bestimmt kein seltener Elch. Glaube ich nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, oh. Hier schaut. Das ist ein Yak. Ciao. Verdammt. Wir müssen doch... Hä? Jetzt ist es weg. Ja, das ist natürlich sehr schön. Aber Hirsch, ich wollte doch einen Elch und nicht Hirsch. Verdammt, ich renne die ganze Zeit nach Hirsch und nicht nach Elch. Ich bin schon wieder so dämlich. Wo haben wir denn hier einen Elch? Hier, Großelch. Oh Gott. Da müssen wir erstmal dahin. Ja gut, können wir ausprobieren. Ist ja nicht so schlimm. Machen wir mal eine Schnellreise hin. Und dann schauen wir mal, vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass wir da, jetzt einen Elch finden, vielleicht auch einen seltenen, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen. Bin ich gespannt, ob es klappt. Werden wir ja jetzt sehen. Ich bin übrigens nebenbei, für die Leute, die es interessiert, weiß ich ja nicht, bin ich nebenbei gerade noch so die letzten Folgen Gemini am Hochladen. Denn die habe ich ja jetzt komplett durch Let's Play, das Spiel. So im Privaten, nicht im Stream. Und ja. Ich weiß ja nicht, wann die Folge hier rauskommt. Vielleicht ist bis dahin schon das Let's Play durch. Weiß ich ja nicht. Guck mal, das Südstein nehme ich mit. So. Ich schau mal eben, kann ich eine Fähigkeit, kann ich vergeben. Wo ist denn das mit den Tieren markieren? Hier bei ihr hier, ne? Da brauchen wir 4 Fähigkeitspunkte.
Das machen wir als nächstes. Ich sammle noch einen Fähigkeitspunkt und dann gucken wir mal, weil das ist, glaube ich, sehr hilfreich für... Scheiße. Hat sich irgendwie so ergeben. Was kriegen wir noch? Kriegen wir Elchhaut irgendwie oder so? Oder Speer? Großelchhaut, super. Wir bräuchten aber... Seltenes... Ich höre irgendwie eine Spinne oder so. Oder eine Schlange. Vielleicht finden wir ja selten Elchhaut. Kann ja sein. Müssen wir mal schauen. Ich glaube zwar nicht. Ich glaube zwar, dass es nur abends ist oder nachts ist. Kann ich da den Bienenstock mitnehmen? Oh, da ist er! Oh, wie geil. Das wäre super, wenn wir den jetzt kriegen. Das wäre Bombe. Boah, hau bloß nicht ab. Geh sterben, Alter. Aua, lass das. Aua, nein, ich bin gleich tot. Ja. Innen. Aua, Alter, was? Ich schau mal eben wegen Speer. Warte. Jawohl. Geil. Der sieht nämlich so selten aus. Könnte sein, dass es der schon ist, aber wir brauchen ja zwei davon. Mal gucken. Fleisch, ja. Tierhaut. Seltenes Rotelchhaut. Ja! Ist es Rotelch, was wir brauchen? Ich weiß es nicht. Müssen wir gucken. Kann ich nicht zu sagen. Auf jeden Fall sind wir schon mal hier richtig. Es kann ja sein, dass hier nochmal so ein seltener Elch rumläuft. Wäre super. Obwohl eigentlich da oben der Wegpunkt ist, lief der hier rum. Es ist interessant. Ich schaue nochmal auf die Karte. Und wir haben 4 Punkte. Ja, können wir direkt vergeben. Sehr schön. Dann können wir die Tiermarkierung nämlich machen. So. Und ich wollte nochmal auf die Karte gucken, denn ich wollte schauen wegen dem Wegpunkt. Genau. Der ist hier zwar, aber ich werde nochmal hier lang gehen. Elch. Ist markiert. Da läuft auch jemand rum. Ist aber nicht den Elch, den wir suchen. Ich schau mal eben nochmal. Wir können ja hier sogar nachschauen im Dorf, glaube ich, ne? Für wen war das denn? Ah, hier selten. Ach nee, seltener Hirschhaut. Ach, und ich sammle selten. Okay. 110 Bevölkerung habe ich schon, alter Schwede. Ach, wir müssen doch Hirschhaut sammeln. Nein, ich bin so wohl. Ich war doch richtig. Verdammt. Nein. Habt ein Nachsehen mit mir. Ich bin alt. Immer wieder diese Ausreden. Wo haben wir denn Hirsch? Hirsch. Ich war doch richtig. Hätte ich jetzt nicht gedacht, da ist Hirsch. Reisen wir mal hier eben schnell hin. Ah, verdammt, doch. Aber wir haben den seltenen Elch schon mal in der Tasche. Vielleicht brauchen wir den ja später für andere Sachen. Das wäre natürlich Bombe und super. Müssen wir mal schauen. So, und jetzt natürlich einen Wegpunkt machen, damit wir da hinkommen. Und vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir einen seltenen Hirsch sehen oder treffen, dass wir den mitnehmen. Ich komme immer, wenn ich hier mit Pfeil und Bogen rumlaufe, hier so in diesem Waldgebiet, komme ich mir immer vor wie Turok. Wie früher. Es ist so, ja. Oh, seltenes Schilf haben wir bekommen. Sehr schön. Das ist natürlich super. So, dann müssen wir gucken. Silapur Salvatagua. Ich höre schon wieder einen Elch. Das ist er nicht. Ein bisschen so den Jägerblick. Mal gucken, ob wir dann irgendwie schauen, ob wir... Da. Ob er das ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Läuft da hinten runter.
Wäre natürlich super, wenn wir jetzt einen seltenen Elch finden könnten. Oh, oh, wir werden verfolgt von irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Mist, ich kann den Wegpunkt nicht entfernen. Ich habe gedacht, ich werde mal den... Hier oben scheint auch ein Elch zu sein. Ein Hirsch. Ich verwechsel das jetzt immer. Entschuldigt bitte. So. Das ist er nicht. Mal weiter gucken, weiter forschen. Ah, und jetzt geht's auch noch los. Moment. So, ich habe jetzt trotzdem mal. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt trotzdem mal die Aufnahme weiterlaufen. Also, schuldig bitte. Es ist alles. Heute ist aber echt der Wurm drin. Ist immer noch dieselbe Aufnahme, wo auch bei mir geklingelt wurde und jetzt Telefon. Es ist eine Last. Ich muss, glaube ich, das Telefon jetzt einfach mal ausschalten. So. Hirsch waren wir stehen geblieben, ja? Und ich wollte jetzt nicht schon wieder die Aufnahme beenden. Das gibt's nicht. Ich lasse den jetzt einfach mal Telefon klingeln oder ich schalte es einfach aus. Das ist, glaube ich, am. Besten. So, wo haben wir denn. Jetzt haut er auch noch ab. Ich fasse es nicht. Okay. Wenn nicht, müssen wir mal gucken, dass wir den nächsten Mal vielleicht ein bisschen bei der Nacht losgehen und jagen. Dann würden wir jetzt erstmal, denke ich mal, weitergehen. Und, ja, mal schauen. Was haben wir denn hier? Der Handwerker. Voga, der Handwerker, machen wir mal einen Wegpunkt hin. Würde ich sagen, machen wir als nächstes. Ich mache eine Schnellreise hier hin. Und dann würde ich sagen, gehen wir Voga dem Handwerker und werden da eine weitere Mission machen. Und schauen mal, was da passiert. Wir müssen jetzt hier, hilft den Venja. Das gibt's doch nicht. Wieso treffe ich den denn nicht? Muss ich höher ziehen? Das gibt's doch nicht. Okay, ich muss dahin. Ich muss dahin. Ich muss retten. Ich muss retten, 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 retten. Jawohl, geschafft. Da ist noch einer. So. So, haben wir geschafft. Freue ich mich ein bisschen drüber. Ein bisschen so eine Nebenaktivität hier.
bisschen Alderholz nochmal einsammeln, damit wir nochmal ein paar Pfeile machen können. Sehr schön. Ein neuer Dorfbewohner. Wir haben jetzt 111. Boah, was eine Schnapszahl. So. Da ist nochmal Schilf, das nehmen wir mit. Und wir bewegen uns dann schon mal in Richtung Wegpunkt, damit wir auch in Richtung Mission kommen. Das ist so krass, wie viele Nebenaktivitäten hier wieder gibt und alles. Man muss so immer aufpassen, dass man hier überhaupt... Alter, wie viel krabbel ich denn hier? Alter, das ist unfassbar. Aber... wie viele Nebenaktivitäten es hier gibt, um halt vom Weg abzukommen. Es ist unglaublich. Aber jetzt bewegen muss sein. Also, so. Tasche ist eh voll. Die gönnst du uns, ne? Ja. So. Dann schauen wir mal. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. So, klingelingeling, kommen sie alle an die Eier ran. So, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt auf das Lied komme. Ich denke mal wegen dem Telefonklingeln und alles. In den letzten Folgen. Es tut mir leid, ich kann es leider, es ist, uah, was? Okay, die werde ich mal schleunigst umgehen. So, dann haben wir ein bisschen Ruhe und wir kommen zum Missionsziel. Ach, die jagen hier, oh Gott. Die haben mich Gott sei Dank nicht gesehen. Hier ist noch mal ein bisschen Cosmo Shiva. Mal wieder ein bisschen abgrabbeln, ein bisschen Holz. Wir gehen sofort zur Mission. Es tut mir so leid, aber ich muss einfach. Es ist so verlockend, einfach hier alles abzugrasen. Es tut mir so leid. Es tut mir leid, aber wir müssen ja auch Ressourcen sammeln. Ich glaube, wir müssen da irgendwie hoch. Mal schauen, wie wir da hochkommen. Ich glaube, mit dem Enterhaken. Aber wir sind ja schon mal da. Das ist ja schon mal viel wert. So. Wie kommen wir denn da? Kommen wir hier irgendwie hoch? Von hier aus, oder? Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, da müssen wir erstmal einen Weg finden.